Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talkrunde bei uns aus dem PC Games Keller. heute in etwas minimalistischer Runde. Ich habe mir den Felix eingeladen. Hallo Felix. Und der wird uns heute ein bisschen was über Rage 2 erzählen. Und zwar warst du bei den Entwicklern zu Gast. Was hast du denn da so Tolles getrieben? Ja, ich war sogar exklusiv bei den Avalanche Studios in Stockholm. Und zwar war ich da eine von vier Redaktionen, die dort waren, und wir konnten das Spiel exklusiv ausprobieren, 2 Stunden lang und mit den Entwicklern quatschen. Mhm. Und das war auch sehr schön. Also es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und war auch sehr ergiebig, weil da sind eine Menge Dinge bei rumgekommen, die ich so noch gar nicht wusste über Rage 2 oder die ich mir so noch nicht so richtig klar gemacht hatte. Mhm. Vor allem war für mich immer die Frage, ist das noch Rage? Ja, und das konnte ich für mich jetzt zumindest anhand dessen, was ich gespielt habe, beantworten. Also ja, da steckt eine ganze Menge Rage drin, viel mehr, als ich ursprünglich dachte. Okay, also mit der Frage, ob es immer noch Rage ist, stehst du ja nicht alleine da. Also wenn man sich so die Kommentarspalten unter den Videos auf YouTube anschaut oder auch bei uns auf der Seite, dann herrscht immer noch so eine gewisse Unsicherheit. Es steckt jetzt ein neues Studio dahinter, es ist relativ bunt, es ist abwechslungsreichere Umgebung, man ist jetzt nicht nur in so einer grau-braunen Wüste unterwegs. Ist diese Angst, diese Unsicherheit berechtigt, dass es vielleicht nicht mehr dieses bekannte Spielgefühl ist, oder kannst du den Leuten da Entwarnung geben? Also ich kann schon verstehen, woher es kommt. Also die ersten Trailer, die haben mich auch ein bisschen irritiert, weil die ja doch sehr bunt und sehr überdreht und wild waren. Und natürlich auch immer, wenn ein neuer Entwickler involviert ist, dann denkst du auch mal, wird das dann noch eine richtige Fortsetzung oder haben die eigentlich nur den Namen draufgeklebt? Mhm. Also man muss zum Entwickler sagen, ja, es ist ein anderes Studio, es ist Avalanche Studios, das ist nicht mehr id Software. Allerdings ist id Software dahingehend noch involviert, dass zum Beispiel der Producer, der Tim Willits, der schon an dem Original beteiligt war und so ein id Software Urgestein ist, der ist auch bei Rage 2 sehr, sehr stark involviert. Der ist also ständig in Stockholm und spricht mit denen und schaut sich das Projekt an und sagt, wo es lang geht und so weiter. Das finde ich schon mal wichtig, also dass id Software das Teil nicht komplett aus der Hand gegeben hat. Und also diese Farben und dieses überdrehte Wilde, das ist auch gewollt. Also so wie der Tim Willits es mir auch gesagt hat, Rage 2 soll im Grunde dieses Versprechen einlösen, das der erste Teil schon gegeben hat. Mhm. Und es soll bunter werden, es soll farbenfroher werden, das ist alles gewollt und ich finde auch jetzt nach dem Anspielen, es beißt sich nicht unbedingt mit dem, was Rage ursprünglich ausgemacht hat. Da waren eine Menge Sachen eigentlich, zum Beispiel, wo sind die Bezüge zum ersten Teil? Rage 2 spielt 30 Jahre nach dem Vorgänger, du hast einen neuen Helden und so weiter. Die Welt hat sich verändert in der Zeit. Es gibt jetzt mehr Vegetation und so weiter. Es gibt jetzt Bambuswälder und was weiß ich noch alles. Sümpfe gibt es, wo du dann mit so einem Luftkissenboot rumfahren kannst und sowas. Und es ist ein Open-World-Game. Auch das ist ein heftiger Unterschied zum ersten Teil, der ja nur so eine Anmutung hatte von Freiheit, aber im Endeffekt waren es eigentlich nur Levels. Und du hattest im Mittelteil einen großen, offeneren Bereich, wo du mit dem Auto rumgefahren bist. Aber das war kein Open-World-Game. Jetzt ist es das. Und das ist im Grunde diese Vision, die sie eigentlich schon hinter dem ersten Spiel hatten. Ein anderer wichtiger Bezug zum Vorgänger ist, dass du viele alte Charaktere wieder triffst. Ja, ich meine, der erste Teil hatte jetzt nicht unglaublich viele Charaktere, aber dafür ziemlich markante Figuren und viele davon triffst du wieder. Und wo ich es am allerstärksten gemerkt habe, dass es wirklich Rage ist, das war, als ich Wellsprings besucht habe. Für diejenigen, die den ersten Teil kennen, den man übrigens nicht gespielt haben muss. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt, den man erwähnen kann. Ja, das sagen sie selbst. Also Rage 2 sollte die Fans des ersten Teils belohnen mit Wiedererkennungswerten, aber du musst die nicht gespielt haben. Du kannst auch direkt mit dem zweiten einsteigen. Jedenfalls Wellsprings, ein Ort aus dem ersten Teil, der ziemlich markant ist und den man ja sehr oft besucht und den man dann auch irgendwann so in- und auswendig kennt, der ist auch im zweiten Spiel wieder dabei und in meiner Demo bin ich da reinmarschiert und habe mich sofort zu Hause gefühlt. Das fand ich sehr cool, also dass sie wirklich sich Mühe gegeben haben, das Layout von Wellsprings nachzubauen, die Architektur, das ganze Setting, das fühlte sich wirklich an wie Wellsprings, 30 Jahre später.
was neu war, waren diese ganzen Neon-Anzeigen und Reklamen und sowas. Und es war halt alles ein bisschen lauter, überdrehter, weil sich die Stadt einfach weiterentwickelt hat. Die ist jetzt etwas lebendiger und etwas poppiger. Aber gleichzeitig hast du es erkannt an den NPCs, an den Kostümen, an diesen abgedrehten Hüten, die sie tragen. Die Art und Weise, wie du läufst durch eine Gasse und da ist irgendein Typ, der steht da und pfeift irgendwie so, hey, komm mal her, ich will dir was erzählen. Und dann gehst du hin und dann sagt er, da startet automatisch ein Dialog und dann sagt er dir irgendwas über irgendein Geheimnis in der Wüste oder irgendeine Nebenquest oder sowas. Also sehr, sehr ähnlich wie im ersten Rage. Auch wie du mit den Händlern umgehst. Das fand ich cool. Also das hat für mich total funktioniert. Für jemanden, der den ersten Teil gespielt hat, habe ich gleich gesagt, oh ja, das ist etwas, was ich wirklich mit Rage assoziiere. Und das habe ich auch da wieder gesehen. Und ich habe dann später, habe ich das den Entwicklern auch so gesagt. Und ich glaube, der Game Director, der wäre mir da fast um den Hals gefallen. Weil er sich so gefreut hat, dass das mal einer sagt, so, hey cool, du nimmst unser Rage 2 auch wirklich als ein Rage wahr. Weil sie sich da sehr viel Mühe gegeben haben. Und das ist natürlich für die auch immer so eine Sorge gewesen. Akzeptieren die das auch wirklich als eine richtige Fortsetzung? Und da haben sie sich halt reingehängt. Und zumindest von dem, was ich gespielt habe, hat sich das auch gelohnt. Um jetzt mal auf Wellsprings zurückzukommen. Ich nehme mal an, das war jetzt nicht einfach nur Fanservice, dass alte oder Spieler des ersten Teils eben sich in einer bekannten Umgebung wiedergefunden haben, sondern es gibt natürlich auch einen sinnvollen Hintergrund, dass es einen da wieder zurück hin verschlägt. Warum warst du jetzt persönlich, warum warst du als Spieler da? Was gibt's da für die Leute, die das dann später auch ausprobieren dürfen? Was gibt's da zu sehen, zu tun, zu entdecken? Da muss man die ganze Prämisse mal von Rage 2 kurz erklären, nämlich wer du überhaupt bist. Du spielst einen Helden namens Walker. Ist der letzte oder einer der letzten verbliebenen Ranger im Ödland und zu Beginn taucht die Obrigkeit wieder auf. Das ist diese böse, hochgerüstete Militärfraktion aus dem ersten Teil, die du im ersten Teil auch irgendwie mehr oder weniger besiegt hast. Nur stellt sich raus, du hast sie nicht besiegt, sondern nur in den Untergrund gedrängt. Die waren 30 Jahre von der Bildfläche verschwunden, tauchen dann wieder auf und machen Walkers Heimat platt. Das, also ganz, ganz klassisch, führt dann einfach dazu, dass du sagst, okay, Rachefeldzug, ja, jetzt... So ein bisschen à la John Wick ja, quasi. Ja, jetzt nehme ich die Obrigkeit auseinander. Und hier kommt dann wirklich diese Spielstruktur zum Tragen. Und das ist auch etwas, was ich nicht wusste, wie ist Rage 2 überhaupt aufgebaut. Um die Obrigkeit zu besiegen und den Anführer General Cross zu besiegen, musst du dich mit drei Hauptcharakteren gutstellen. Diese nennen das die Dagger-Charaktere. Okay. Es sind drei Figuren, die du schon aus dem ersten Rage kennst. Auch hier wieder der Wiedererkennungswert. Und du musst für die Hauptquests machen und Nebentätigkeiten machen und Aufträge erfüllen. Und dann hast du wirklich ein Menü mit drei Fortschrittsbalken, sag ich mal. Und erst wenn diese drei Fortschrittsbalken voll sind, erst dann kannst du diese letzte große Schlacht quasi schlagen gegen die Obrigkeit. Das ist der Aufbau. Und einer dieser Charaktere aus dem ersten Teil, der lebt in Wellsprings. Und das fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Da kannst du auch nicht einfach hinlaufen, sondern da gibt es noch jede Menge Dialoge und Ereignisse und so weiter, die ich jetzt hier auch gar nicht spoilern will. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen Charakter dann traf. Es ist nämlich die Bürgermeisterin. Und zwar ist das Lusum Hager. Die kennt man aus dem ersten Rage noch als das Mädel ganz am Anfang, die dir das Wingstick-Werfen beibringt. Ja, ja. Und die ist jetzt die Bürgermeisterin. Und du begegnest ihr dann, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich sag mal in einer Art Kampfsituation. Ja, man wird gerade angegriffen und du fährst im Aufzug zu ihr hoch, die Türen geht auf und das Erste, was passiert ist, sie wirft den Wingstick entgegen. Da habe ich gleich gesagt, geil, die kenne ich. Und in ihrem Büro siehst du dann auch Fotos und sowas, gerahmte Bilder. Und das sind dann wirklich die Artworks und zum Teil sogar Screenshots aus dem ersten Spiel wieder. Ja, und diese Lusum Hager, die Dame, die jetzt natürlich 30 Jahre älter ist, die gibt dir dann die erste Hauptquest quasi. Und du kannst aber auch noch zu zwei anderen gehen. Und die haben auch Hauptquests für dich. Und so wirst du durch diese Geschichten, die auch zum Teil irgendwie ineinander greifen sollen, da kreuz und quer über die Map geführt. Und zusätzlich gibt es auch noch jede Menge Nebenaktivitäten.
Ist ja ein Open-World-Game, also es muss auch entsprechend viel zu tun geben. Mhm. Scheint es auch zu geben. Ich habe, als ich nur mal auf die Map geguckt habe, da habe ich mal geschaut in die Übersicht, was es da so an Icons gibt, da habe ich allein 19 Nebenaktivitäten gezählt, aber es scheint wohl sogar noch ein bisschen mehr zu geben. Naja, und je nachdem, was du da so machst, das fließt dann auch noch in diesen Fortschritt für diesen jeweiligen Charakter mit rein. So, dann kann da sowas sein, dass du für den einen, ja, wenn du machst irgendwo ein Banditennest platt und dann meldet er sich über Funk und sagt, ey, cool, du hast die Banditen da vertrieben, gut gemacht, hier 200 XP für diesen Charakter oder so. Und auch das war mir neu, das habe ich mich immer gefragt, wie machst du denn ein Open-World-Game mit einem Ego-Shooter gekreuzt, sodass das auch wirklich über viele Stunden Spaß macht. Das muss ja irgendeine Form von Charakterentwicklung haben. Mhm. Sie haben aber kein klassisches Erfahrungspunktesystem wie ein Borderlands zum Beispiel. Und die haben das über diese drei Hauptcharaktere gelöst. Und es gibt noch einen vierten, nämlich Walkers Schwester. Und jede dieser vier Charaktere steht für einen eigenen Talentbaum. Das heißt, Dinge, die du dann erledigst im Laufe deiner Spielzeit, die schalten dir dann Upgrade-Punkte frei für diese vier Talentbäume und dann kannst du da Walkers Munitionsvorrat, seine Karre, seine Fähigkeiten verbessern, du kannst neue Fähigkeiten lernen und so weiter und so weiter. Also da gibt es dann, was weiß ich wie viel das waren, 2 Dutzend, 3 Dutzend Fähigkeiten pro Talentbaum und da kannst du dich dann also im Laufe der Spielzeit da langsam aber stetig weiterentwickeln. Eine Frage, die ich nur kurz zwischen einwerfen möchte. Du hast erzählt, dass man für die drei Hauptcharaktere verschiedene Aufgaben eben erledigen muss, um diesen Fortschrittsbalken zu erweitern. Kannst du denn jetzt aus deiner vergleichsweise kurzen Zeit zugegeben schon sagen, wie groß da so jetzt die Varianz ist? Also bei Avalanche zum Beispiel, Just Cause 4 war einer der Kritikpunkte, zum Beispiel von Chris, der das getestet hat, dass etwa die Nebenmissionen ein bisschen generisch und repetitiv waren. Hast du das Gefühl, das könnte hier auch passieren oder ist da genug Varianz zwischen den verschiedenen Sachen? Also das kann man in der kurzen Spielzeit, die ich hatte, wo viel für Hauptquests draufging, auf jeden Fall noch nicht sagen. Das sind so Sachen, die können sich dann eigentlich wirklich erst im Test klären, wenn man es dann wirklich mal 20, 30 Stunden oder so gespielt hat. Von den Aufgaben, die ich da so gesehen habe, es sah schon alles sinnvoll aus. Also es gibt Mutant Bash TV, es gibt Wettrennen, es gibt Schatzsuchen, Mutantennester, Banditenlager. Das war schon alles so, ich sag mal, dass es auch Sinn ergeben hat in der Welt, ja, weil bringt ja auch nichts, wenn du da irgendwelche Sachen machst, die überhaupt nicht in Rage reinpassen. Aber ob sich das jetzt nach x Stunden dann abnutzt, keine Ahnung. Ich habe auch gesehen, dass es noch Nebenquests gibt mit Story und so weiter und da, ich sag mal, steckt natürlich das größte Potenzial drin. Zusätzlich gibt es auch noch ein Crafting-System, also man kann dann auch noch, wenn man da erkunden geht und looten geht und so weiter, dann kann man da auch noch irgendwelche Handwerksmaterialien sammeln und da dann noch zusätzlich irgendwie an seiner Ausrüstung rumbasteln, was ja mit Einschränkung auch schon im ersten Teil ging. Ich denke mal, dass sie halt darauf hoffen, dass sie diese Summe aus diesen ganzen Features, die sie da so haben, dass das genug ist, um dich da schön über die Spielzeit, was immer du da auch rausholen willst, zu beschäftigen. Aber auch das ist ja wieder so ein Knackpunkt. Keine Ahnung, wie lang das wird. Ja. Sie wissen es angeblich nicht mal selbst, weil die Playtester halt völlig unterschiedliche Herangehensweisen haben. Hat ja auch damit zu tun, dass es eben ein richtiges Open-World-Game ist. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern es ist eine riesige Welt ohne Ladezeiten. Du hast zwar eine Schnellreise, da hast du dann mal ein paar Sekunden Ladezeit, aber sonst wirklich einfach von Innenlevels zu den Außenlevels keine störenden Pausen. Und die Welt steht dir nach dem Tutorial auch komplett offen. Das heißt, du kannst dann halt auch sagen, okay, ich fahre jetzt halt so und so lange einfach in die Richtung und guck mal, was es da gibt. Das zieht dann aber keine Konsequenzen nach sich. Also wenn man es aus anderen, hauptsächlich Rollenspielen so kennt, wenn man zu früh in ein bestimmtes Gebiet reingeht, dann ist man da hoffnungslos aufgeschmissen.
Ist es in Rage vergleichbar oder ist man tatsächlich überall dann konkurrenzfähig, in Anführungsstrichen? Schwer zu sagen, weil es ist ja immer noch ein Shooter. Also sie haben keine, sie haben jetzt keine, boah, du bist jetzt ein Level 25 irgendwas und machst deswegen 10% mehr Schaden oder sowas, sowas hast du ja in dem Sinne nicht. Aber was es wirklich gibt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel zu so einem, du fährst irgendwo lang, und da ist eine alte Tankstelle. Und du sagst, okay, ich guck, was da ist, und dann stellst du fest, oha, irgendwelche Ödlandschurken haben sich da eingenistet und wollen dir ans Leder. Dann wird dir gleich eingeblendet, bevor du überhaupt da ins Kreuzfeuer gerätst, wird dir gleich eingeblendet auf eine Anzeige von 1 bis 10, wie schwer die Location ist. Mhm. Das heißt, du kriegst in dem Sinne schon eine Warnung vorab. Das wäre jetzt vielleicht beim Rollenspiel vergleichbar mit, okay, das ist ein Level 25 Gegner und ich bin Level 5, da sollte ich mich fernhalten. Dadurch steuern sie es halt so ein bisschen. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass du auch die schwereren Sachen in der Theorie machen kannst, wenn du halt sehr zäh und hartnäckig bist. Weil es ist halt immer noch ein Shooter und kein Rollenspiel. Wenn wir gerade schon beim Thema Shooter sind, was man bisher von den Shooter-Passagen gesehen hat, sah wirklich, sagen wir mal, eine schöne Mischung aus spektakulär und brutal, also würde ich es jetzt mal beschreiben. Wie fühlt es sich denn dann tatsächlich an, wenn man das mal selbst spielen darf? Was gibt es an Fähigkeiten? Was gibt es an Waffen? Wie ist da das Combat-System insgesamt? Wie fühlt sich das an? Also die Ballereien sind ganz stark auf Tempo ausgelegt. Das ganze Kampfsystem soll schnell und flüssig sein. Ich würde sagen, wenn man jetzt sich das letzte Doom hernimmt, also das Remake und die Neuinterpretation von Doom, wenn man das hernimmt, diese flüssigen Kämpfe, wo du wunderbar mobil bist, wo du auch mal springen kannst, hochklettern kannst und so weiter, vielleicht gepaart mit so ein bisschen, ja, so vielleicht so ein bisschen Bulletstorm oder sowas, wo es ein bisschen abgefahrener wird. Ich denke, dann kommt man da ganz gut hin. Es ist schnell, es ist flüssig, du hast einen Doppelsprung, du kannst dich an Kisten hochziehen, du kannst über den Boden rutschen. Und das Ganze lebt sehr stark von den Fähigkeiten. Walker hat so Nanotride-Fähigkeiten, mit denen kann er zum Beispiel so einen Dash machen, so einfach mal schnell zur Seite oder nach vorne so eine schnelle Bewegung machen, was du halt auch wirklich brauchst, um gewissen Angriffen auszuweichen, gerade in Bosskämpfen. Da reicht es nicht, einfach um den Gegner rumzulaufen, also immer schön zu strafen, sondern da musst du wirklich so einen Dash benutzen. Und dann kannst du das halt auch schön kombinieren mit deinen anderen Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Ground Slam. Da springst du halt, du ziehst dich irgendwo hoch auf eine Kiste oder machst einen Doppelsprung oder sowas. Und dann machst du diesen Ground Slam. Dann rammt er quasi die Faust in den Boden. Also saust nach unten, da gibt es so eine Druckwelle und räumt alles weg. Und das kannst du kombinieren, indem du zum Beispiel dich mit einer Granate oder so in die Luft beförderst, dann noch einen Doppelsprung in der Luft machst und dann den Ground Slam machst. Je höher du bist, desto stärker ist er. Und du kannst den Dash zum Beispiel so upgraden, dass du auch in der Luft dashen kannst oder zweimal dashen kannst. Es gibt einen Vortex, da kannst du Gegner und Objekte ansaugen. Ne? Was zum Beispiel praktisch ist, wenn ein Gegner jetzt eine Granate wirft, einen Vortex, und dann wird er mit seiner eigenen Granate quasi vereint, sage ich jetzt mal. Also das ist schon cool. Und sie setzen auch drauf, dass du das wirklich benutzt. Mhm. Wenn du einfach nur reingehst, dann wirst du zumindest am Anfang schon gewaltig zusammengeschossen. Also das habe ich gemerkt. Aber du machst es dir sehr viel einfacher, wenn du diese Fähigkeiten benutzt und halt auch ein bisschen die Umgebung da ausnutzt. Es gibt kein Deckungssystem oder sowas oder Selbstheilung, das ist ihnen fremd. Ja, das wollen sie nicht. Dafür haben sie den Overdrive. Das ist so, kurz gesagt, einfach wenn du lang genug alles zusammengeballert hast, dann kannst du so einen Berserker-Modus aktivieren, wo du deine Lebenspunkte wiederherstellst und halt stärker austeilst. Und das ist aber halt nicht so ein schönes Gimmick, sondern das brauchst du halt wirklich. Ja, später, ich habe für alle, die das erste Rage kennen, Mutant Bash TV gespielt. Mhm. Ja, also bist du dann also in einer engen Arena und von allen Seiten kommen Mutanten ran und nehmen dich halt wirklich in die Mangel. Und da kannst du nicht gemütlich rumlaufen und die alle mit der Pistole einzeln irgendwie wegmachen, sondern da musst du diese Fähigkeiten einsetzen, da musst du in Bewegung bleiben, da musst du den Overdrive benutzen. Und dann macht es auch den meisten Spaß, finde ich. Also das ist so ähnlich wie bei Doom, wo du halt einfach
in diesem Flow kommst. Und das haben sie sehr schön drauf. Und das war jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, weil es ist der erste Ego-Shooter für Avalanche Studios und sie mussten es ihre Engine, das ist ja auch ihre eigene Engine, mussten sie das auch erstmal beibringen. Und hier kommt natürlich die Erfahrung von der Software zum Tragen. Also da haben sie sehr viel beraten und sehr viel Feedback gegeben aus der Softwarezentrale und so, dass das also, die waren mit dem Thema nicht allein gelassen, sondern da hat jetzt schon geguckt, dass das ordentlich ist und es macht auf jeden Fall Spaß. Das Trefferfeedback war gut, wenn so Typen auf dich zulaufen und du bearbeitest sie mit der Shotgun, dann fliegen auch mal Teile von der Rüstung weg, sie straucheln, stolpern und so. Es gibt wieder den Wingstick, der so ein Fan-Favorite ist aus dem ersten Teil. Du kannst ihn wieder auf Ziele aufschalten, um die Ecke werfen. Das lässt sich zum Beispiel gut kombinieren mit so einer Energiebarriere, die du aufstellen kannst. Das heißt, du bringst dich dahinter in Sicherheit, kannst einen Wingstick drum werfen. Du kannst einen Gegner auch in so eine Barriere reinkicken. Das wäre dann auch leicht tödlich. Und ja, es ist natürlich brutal, aber es ist so eine viel gut Brutalität. Also sie wollen nicht irgendwie jetzt übertrieben derb oder so sein. Das ist halt over the top und ich würde nicht sagen so albern wie jetzt ein Borderlands, was ja teilweise schon echt einfach nur noch Comedy ist. Mhm. Aber es soll schon, ich sag mal, diese ganze Gewalt etwas entschärfen. Was ich zumindest so aus den ersten Trailern und Gameplay-Schnipseln rausgenommen habe, ist quasi, dass man auch mittlerweile Fahrzeuge quasi als Waffe benutzen kann. Das heißt, sie sind quasi nicht nur Fortbewegungsmittel. Was kannst du so ein bisschen über den Fuhrpark erzählen, der uns in Rage 2 erwartet? Ja, also für mich war im ersten Rage waren die Fahrzeuge eigentlich so das störende Anhängsel. Mhm. Ich fand diese Passagen, wo du da durch diese Wüste da fährst, von einem Level zum nächsten, weil im Grunde eine andere Funktion hatte dieser Wüstenpart dazwischen ja nicht. Und wo du dann so unmotiviert da irgendwelche anderen Fahrzeuge wegschießt, das habe ich nicht so gemocht. Deswegen war ich da recht skeptisch, was Rage 2 betrifft. Und da haben sie, zumindest von dem, was ich gespielt habe, schon, das ist eine ganz andere Hausnummer. Also du hast, ihr Motto ist, wenn es Räder hat, sollst du es fahren können. Weiß nicht, ob das stimmt, aber was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall, du hast einen Buggy, einen Phoenix-Buggy, du hast die Möglichkeit, Panzer zu fahren, Motorräder. Es gibt sogar einen Helikopter, einen kleinen Ein-Mann-Helikopter, den du finden kannst, aber nicht musst. Okay. Der soll so eine Belohnung sein für Spieler, die halt wirklich schön erkunden. Mhm. Und damit kommst du halt rasend schnell durch die Gegend. Und man hat ja auch schon gesehen, dass manche Bosse in so Mechs rumlaufen und ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn du den nicht auch selber steuern könntest. Sie arbeiten noch in der Fahrzeugsteuerung, also würde ich da jetzt kein finales Urteil abgeben. Was ich bislang gespielt habe, war auf jeden Fall gut und zweckmäßig, das hat gepasst. Ich habe eine Stelle gespielt, da musste ich einen gegnerischen Konvoi aufhalten. Das war so eine von diesen Aktivitäten für eine von diesen drei Hauptcharakteren. Und dieser Konvoi, das ist quasi ein Kampf auf der Straße in mehreren Etappen, weil der hat dann halt mehrere Begleitfahrzeuge und die haben wieder unterschiedliche Bewaffnung, die werfen dann irgendwelche Minen oder irgendwelche elektrischen Felder, spannen sie zwischen sich auf und du musst halt ausweichen und die richtigen Fähigkeiten, / Waffen einsetzen, um die halt platt zu machen. Das war arcadig, es war ziemlich simpel, du hast auch ein gehöriges Auto-Aiming wieder dabei gehabt, also dass du jetzt nicht alles auf einmal machen musst, weil du musst ja auch noch irgendwie auf der Straße bleiben, du musst noch das Tempo halten und so weiter. Soll nicht überfordern, also es ist keine Rennsimulation, aber es hat Spaß gemacht, es war effektvoll, es hat ordentlich gerumst und der Kampf war jetzt auch nicht zu leicht in dem Sinne, also es war nicht so, ich sag mal, unterentwickelt wie im ersten Teil, sondern es hat Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass da noch wesentlich mehr drin steckt. Es gibt ja auch noch wieder Rennen, die du fahren kannst oder teilweise auch mal musst für eine bestimmte Quest. Und allein durch den Helikopter denke ich, dass da auch noch sich andere Möglichkeiten ergeben, dann bestimmte Bereiche der Spielwelt zu erreichen und so. Also insgesamt habe ich das Gefühl, sie haben sich da sehr, sehr, sehr viel mehr vorgenommen, was die Fahrzeuge betrifft als Vorgänger. Und was ich bislang gespielt habe, hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Okay, das klingt doch gut.
Und was ich auch sehr löblich finde, was die Fahrzeuge betrifft und das Erkunden, bei Open World Games. Das ist das, was mich heutzutage ein bisschen stört, ist diese, du machst die Karte auf und da sind gefühlt 3000 Icons, Fragezeichen und die sagen dir einfach, hier ist der Content, klapper ihn ab. Und das wollen sie vermeiden, indem sie erstmal auf der Karte keine Einzeichnung haben. Die Hauptquest, dein Ziel ist zwar verzeichnet, aber sonst, du hast nicht diese Fülle an Fragezeichen oder sowas, sondern sie wollen, dass du selbst erkundest. Du sollst selbst irgendwie dich umgucken und sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal da lang und schau, was da ist. Und das soll sich dann auch lohnen. Du kannst aber zum Beispiel irgendwo was finden, Lore, ja, was weiß ich, irgendeinen Datenträger oder irgendwas, wo du dann wieder eine Info vielleicht zu einer anderen Location kriegst. Du kannst auch zum Beispiel in Wellsprings mit irgendwelchen Leuten reden und die sagen dir dann, hier hast du schon gehört, da und da und da ist was. Oder da haben sich irgendwelche Gegner verschanzt oder so. Und dann wird dir das auch eingezeichnet. Es gibt sogar in Wellsprings einen Händler, der dir Informationen verkauft für Standorte. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, also dass sich das aus dem Erkunden und aus dem Gameplay so ein bisschen organischer ergibt, dass du das nicht einfach so hingeworfen bekommst. Deswegen habe ich da eigentlich schon mal ein ganz gutes Gefühl. Der Game Director hat mir das so gesagt, er will, dass die Karte ein Werkzeug zum Erkunden ist und nicht dein Antrieb, der Grund, warum du erkundest, sondern es soll halt nur dir eine Hilfe dabei sein. Das fand ich eigentlich schon, das fand ich ganz nett, also dass sie sich über solche Sachen Gedanken gemacht haben. Also, du hast gerade eben schon ein Gespräch mit den Entwicklern nochmal besprochen, hattest auch die Möglichkeit, einige Dinge nochmal ein bisschen in Erfahrung zu bringen. Was ist denn den Leuten von Avalanche oder auch den von id Software extrem wichtig noch an Rage? Ich glaube, dass ihnen die Story sehr wichtig ist. Da, ich habe ein Interview gehabt nur mit Story- und Quest-Designern, was ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte bei einem Open-World-Shooter, aber das war ihnen wirklich wichtig. Und vor allem die Charaktere. Ja, Rage 1 hat ja schon schön schrullige Charaktere und das wollen sie beibehalten. Und die ich da bislang so getroffen habe, die waren auch sehr markant und ziemlich abgefahren. Da war einer, der war sehr deutlich an Donald Trump angelehnt. Und sie vermeiden es zwar mit erhobenen Händen, um Gott, nein, wir wollen auf keinen Fall ein politisches Statement abgeben oder so, Nein. aber da muss man schon wirklich sehr viele Augen zudrücken, um das nicht zu sehen. Ja, also das ist ziemlich eindeutig eine Anspielung auf Donald Trump und sie haben den Charakter wirklich schön überzeichnet und der bleibt in Erinnerung. Also das waren sehr nette Momente und sehr nette Dialoge, was ja auch cool ist, dass dein Held jetzt an den Dialogen teilnimmt. Also ist alles voll vertont und ja, die Story hat, glaube ich, für sie einen hohen Stellenwert. Hat man dir auch was zum Thema Multiplayer oder zukünftige DLCs erzählt? Also zum Multiplayer kriegt man aus ihnen nur raus, dass keiner angekündigt ist. Okay. Oder auch sehr wahrscheinlich keiner kommen wird, weil ich denke mal, jetzt brauchen sie ihn auch nicht mehr ankündigen. Ich gehe davon aus, dass es ein Singleplayer-Spiel bleibt. Es gab ja mal diese Meldung, dieses Gerücht, dass es ein Game-as-a-Service-Spiel werden sollte. Das ist aber einfach irgendwie unglücklich, ja, fehlinterpretiert worden oder hat sich der Tim Willits mal falsch ausgedrückt. Jedenfalls, es ist kein klassisches Service-Spiel, so was man jetzt darunter verstehen würde. Du kannst es offline spielen. Du kannst dich zwar im Bethesda-Net einloggen, wenn du willst, aber das musst du nicht. Wenn du es machst, dann kannst du irgendwie Ranglisten vergleichen vom Wettrennen oder Mutant Bash TV oder sowas. Aber das war's. Was sie damit meinten, war, dass sie das Spiel länger unterstützen wollen mit Content. Also du kannst es jetzt durchspielen und dann soll es aber noch Updates geben, also kostenlose Updates und auch kostenpflichtigen Content. Und dann soll quasi noch mehr in die Welt reingepackt werden. Und das meinten sie damit, dass sie also das Ding nicht einfach rausfeuern wollen und das war's, sondern es soll noch mehr kommen danach. Und ja, muss man halt mal gucken, ob das dann nur so irgendwie, ob diese Gratis-Sachen dann nur Kosmetik sind oder ob diese DLCs, die dann da kommen, ob das dann nur so Sachen sind wie, was weiß ich, eine neue Rennstrecke oder so, ob das dann richtige Quests und so weiter sind. Es gibt ja zum Beispiel für Vorbesteller gibt es ja einige Inhalte,
Und da ist zum Beispiel auch eine eigene Questreihe drin, die kriegst du halt nur da oder wenn du die Deluxe-Edition oder sowas kaufst. Und das ist dann eine Questreihe, die sich um den Helden aus dem ersten Rage dreht. Also solche Sachen haben sie scheinbar schon angedacht und ich hoffe mal, dass das davon auch noch mehr kommen wird. Stichwort PC-Version. Ich denke, dass es draußen eine Menge Leute gibt, die da eine Menge Fragen auf dem Herzen haben. Kannst du da vielleicht noch ein paar Infos raushauen? Also ich habe die PC-Version gespielt, aber es war eine sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Alpha, deswegen kann man da jetzt noch nicht richtig draus ableiten, Performance oder Grafik oder so, da wird ja alles noch dran geschraubt. Was sie aber schon gesagt haben, ist, ja, der Tim Willits selber ist ja auch ein Mann mit PC-Wurzeln, der sagt, er spielt selber an einem 21 zu 9 Monitor, also muss sich niemand Sorgen machen, dass das nicht unterstützt wird, es wird unterstützt. FOV-Slider, es wird eine unlimitierte Framerate geben, den ganzen Kram. Also er sagt, sie werden sehr, sehr viele Optionen haben und alles, was der PC-Spieler sich so wünscht, soll auf jeden Fall drin sein. Die Frage ist noch, ob es auf Steam erscheint oder auf GOG. Das weiß man einfach noch nicht. Es ist nicht gelistet. Bislang kriegst du es nur über den Bethesda Store und es legt halt den Verdacht nahe, dass es auch die digitale Version, dass die digitale PC-Version auch nur da erhältlich sein wird. Weiß man aber noch nicht. Vielleicht eine abschließende Frage noch, wenn du so ein persönliches Fazit ziehen müsstest, was hat dich denn von deinem oder während deines Besuchs am meisten an Rage 2 überrascht? Am meisten überrascht hat mich, dass du auch einen weiblichen Helden spielen kannst. Du kannst Walker als Helden oder Heldin spielen. Okay. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Das eigentlich sollte man ja heutzutage mal, ja, das ist keine große Sache, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wenn ein Spiel das anbietet, dass ich das, wenn sich das anbietet für das Game Design, für die Story, dass man das dann noch möglich macht. Und das war auch ihre Philosophie. Sie haben gesagt, ja, natürlich machen wir das, wenn du ein Open-World-Game machst. Das war für sie keine große Sache. Und tatsächlich, ich habe mehrere dann noch darauf angesprochen, die haben mir das unabhängig voneinander auch so erzählt, haben sie den Helden Walker auch ursprünglich als Heldin konzipiert. Also im ersten Konzept, das sie von Rage 2 erstellt haben, als sie in Software kam und sagte, hier, schreibt uns doch mal auf, was ihr euch so vorstellt, wie für euch ein Rage 2 aussehen würde, haben die eine Heldin konzipiert. Das war zuerst mal Walker eine Heldin. Sie haben dann später für die Ankündigung, haben sie dann beschlossen, Walker erstmal als männlichen Helden zu präsentieren. Aber es war von Anfang an geplant, dass beide Geschlechter drin sind. Es wird zwar keine Romanzen oder sowas geben, also wenn ihr jetzt schon mehr, man soll jetzt nicht irgendwie denken, oh, BioWare, Geschlechterwahl heißt, es wird Romanzen und Sex geben, ja, wird es nicht geben, das hat damit nichts zu tun. Es hat keine Auswirkung auf die Story oder auf das Gameplay oder whatsoever, aber es ist halt einfach für die Leute, die sich das aussuchen möchten, als Mann oder als Frau zu spielen, die können das tun und das war für die eine Selbstverständlichkeit. Das klingt doch insgesamt richtig super. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst und uns mal so einen Einblick in deinen, ja, in deinen kleinen Anspieltermin gegeben hast. Für Leute, die jetzt noch mehr zu Rage 2 wissen möchten, ganz brennend, was kannst du ihnen da noch weiterempfehlen? Ja, wir haben auf pcgames.de haben wir eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Preview mit massenhaft Infos aus dem Anspieltermin, mit Zitaten von den Entwicklern. Also wenn ihr euch da noch mehr in das Thema vertiefen wollt, einfach den Link anklicken und dann werdet ihr jede Menge neues Zeug erfahren. Und für alle, die lieber Papier möchten, haben wir das Ganze auch nochmal in dieser formschönen Ausgabe aufbereitet. Gibt es am Kiosk Rage 2 Titelstory. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich ganz herzlich zu bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen oder abonniert unseren Kanal. Da findet ihr dann auch, wenn es zum Release dann mal soweit ist, bestimmt den Test, ich schätze mal von dir, zu Rage 2. Und ansonsten, ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.